Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es weiter beim schwarzen Golf 4. Und zwar bauen wir heute einen bösen Blick ein bei den Scheinwerfer. Das Ganze gibt es auch als Motorhaubenverlängerung zum Beispiel. Und ich würde einfach sagen, das bauen wir ein. Das Ganze schaut so aus und es ist einfach zum Kleben. Also würde ich sagen, probieren wir es einfach mal und schauen, wie es geht. So, also da habe ich es jetzt schon dran gemacht, wie ihr seht. Das Geile ist, durch das, dass das Auto in schwarz ist, passt es auch gut dazu. Braucht man in dem Fall nicht lackieren. Und das Ganze ist so, dass da einfach Klebestreifen sind. Die macht man ab. Und dann kann man es einfach drauflegen. Ich würde einfach sagen, jetzt mache ich mal den Klebestreifen ab. Und dann zeige ich es eigentlich im Detail. So, also ich habe es jetzt da auch schon rauf gemacht, aber einfach zuerst da drunter rein, das ist von der Stoßstange, da drunter rein schieben, von der Seite, dann ein bisschen nach vor und dann einfach von vorne rein, dann klebt das Ganze gut, es sind seitlich eben zwei oben, die sind einfach für den Arsch, meiner Meinung nach, also die heben so gut wie gar nichts. Aber in der Mitte sind eben zwei Streifen, die habt ihr gerade vorher gesehen. Und die heben einen relativ gut. Falls ihr Angst habt, dass das irgendwie während der Fahrt rausfahren sollte, das sollte nicht passieren. Erstens, weil das da wirklich ansteht. Da kann er nichts rosten, weil das ist Plastik. Das ist ja die Stoßstange. Da steht es Gott sei Dank nicht an. Und vor allem ist ja die Motorhaube dann zu. Und dann kann das gar nicht mehr rausfliegen. Und ich würde sagen, Endergebnis ist echt cool. Es gibt natürlich Leute, die sagen, nee, böser Blick, das passt überhaupt nicht. Aber ich finde es absolut geil. Tolles Endergebnis. Lohnt sich auf alle Fälle. Die haben bei mir 10 Euro gekostet. Also ja, ich glaube, die Investition was wert und was an oder dabei war, war eine EG-Genehmigung, also dass du mit der erfahren darfst. Und wenn die Polizei jetzt da aufhalten sollte, kannst du einfach das gleich schon vorzeigen und dann sollte es keine Probleme machen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und Peace out. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace out.